Tja, weil mein Obstbauer lieber in der Gegend rumläuft, als sich zum Farmer machen zu lassen. Habe ich keine andere Wahl. Tut mir leid, aber du bist jetzt Obstbauer. Pflück. Ja, eine Hungersnot bahnt sich an, ich weiß. Jetzt pennt mein Obstbauer. Geh schaffen. Geh schaffen. Wie viele können da drin arbeiten? Ein Obstbauer, okay. Hier hängt alles voll mit Obst. Jetzt schläft er schon wieder. Toll, ich kann nicht seinen Befehl essen überschreiben. Ist das dein Ernst? Auf dem Weg zur Schule schläfst du ein. Farmer, bitte. Dann wirst du gleich Müller. Noch zwei Nahrung. Oh, das wird knapp. Du bist wieder müde. So, Dreifamilienhaus wurde fertiggestellt. Ich hätte das mit der Obstfarm sein lassen sollen. Die ist nicht sonderlich ergiebig. Ich hätte gleich Mühle bauen sollen und alles. Der geht jetzt da unten Nahrung suchen. Sein Leben sackt schon ab. Da ist was zu essen. Geh, ist es. Wir haben keine Nahrung. Da doch ein bisschen Nahrung. Megazett haben wir. Gut, du hast die Warenmenge hergestellt, dann gehst du jetzt ins Steinmetzzelt. Du bist erwachsen, du wirst sofort zum Farmer. Okay, du hast Obstbauer erfunden. Du bist hungrig, ich kapier's.
Gott sei Dank, jetzt bringt er zwei Nahrungsmengen. Vielleicht pendelt sich das etwas ein. Du gehst arbeiten. Du wirst Farmer. Moment mal, wer seid ihr? Bauarbeiter und Holzfäller. Ah, zum Glück ist es doch nicht mein Müller. Wie lange noch bist du? So, das Steinmetz erfunden. Auch gut. Bau ruhig mal weiter Steine ab. Oh, es kommt ein ganz bisschen Nahrung rein. Sehr gut. Dadurch, dass wir den Obstbauern haben. So, noch ein Farmer. Und hier bekommt gleich noch ein Kind. Weil ich brauche einen, der meinen Müller übernimmt. Wisst ihr was? Ihr kriegt auch gleich noch ein Kind, weil ich brauche einen Träger. Okay, Müller ist erfunden. Dann her mit der Bäckerei. Die Bäckerei hat Priorität. Kann ich hier irgendwie Priorität festsetzen? Nö. Ich kann einfach den Bauplatz zuweisen. Na gut, du bleibst dann Obstbauer. Hast du dir irgendwie verdient? So, wir haben zwei neue Kinder. Brauchen wir nur noch endlich die Bäckerei. Dann ist alles ein bisschen besser. Wir haben gar keine Nahrung mehr übrigens. Da liegt ein Sack Mehl jetzt vor dem Haupthaus rum. Sehr toll. Okay, machen wir es anders. Du wohnst hier drin. Was sagt unsere Nahrung? Wir sind sehr stark am Stagnieren. Dadurch, dass wir den Wohnhäusern Nahrung haben, können wir es ein bisschen überbrücken.
Schön, dass du hungrig bist. Geh essen. Oh, ihr seid schon wieder so alt, weg vom Schuss, ey. Und ihr seid hundemüde, ey. Hungersnot bahnt sich an, ich weiß. Bedankt euch bei den beiden unverlässlichen Bauarbeitern. Wetten wir, bis er wieder bei der Baustelle ist, hat er schon wieder Hunger. Ah ja, was soll man machen? Eigentlich, sobald die Bäckerei läuft, sollte alles im Lot sein. Ja, ein heftiger Start. Oh, wir haben schon sehr viel Stein gemacht, aber ist gut so. Der soll ruhig weiter hier Steine erstmal kloppen. So, du bist erwachsen. Das heißt, du gehst in die Schule. Lernst dort Müller. Warum müsst ihr euch eigentlich unbedingt direkt ins Wasser legen? Könnt ihr euch nicht vor das Haus pennen legen? So, Müller. Und du bist jetzt mein erster Träger. Du arbeitest erstmal im Haupthaus. Oh ja, bitte baut mir das Ding fertig. Obstbäume haben wir ja noch genug, aber... Ja doch, es wird Obst gesammelt. Schön, du hast Müller gelernt. Kann ich aber erst einstellen, wenn die Bäckerei fertig ist. Nämlich jetzt. So, Bäcker. Bitte um ihre Arbeitshilfe. Denn wir brauchen ganz dringend Nahrung. Müller, ziehst da ein. Träger, du ziehst auch da ein. Schön, dass du hungrig bist. Geh essen. Es ist ein bisschen Nahrung in, der Obstfarm. So. Gott sei Dank, es wird Nahrung produziert. Thank you.
Was ist mit dir jetzt los? Ach, du bist müde. Ach ja, das Dreifamilienhaus ist noch nicht fertig. Gut. Guter Punkt.